Ex. Wer ist der Ex? Direkt davor. Ja. Ex. Der Gegner könnte von rechts kommen. Wobei bei dem Nebel. Grafik spinnt schon wieder rum. Oben drauf. Na, ich zeig Collection-Probleme bei mir an. Ah, da nicht oben drauf. Da oben drauf. Oh, ich boote. Oh, immerhin. Das ist ja schon besser als das andere. Was? Hühner, wir müssen Krematorium, so wie es aussieht. Ah, schon mal. Hier sind Enten. Okay. Ja. Mit Krähen. Ich würde sagen, weiter Richtung Norden. Norden? Ja. Rechts halten. Ja, von rechts. Rechts, von vorne, rechts, ja. Ich würde sagen, der ist auch auf dem Weg nach hier.
Also bei dem Lärm habe ich mir einfach gedacht, scheißegal. Da vorne bellen die Hunde. Die werden uns so oder so nicht kommen. Hinweis ist unter uns. Wer sind unter uns? Der Hinweis. Ja, die sind weiter rechts. Erstmal Zeichnung für die Waffe. Ah, okay. Oh, von beiden Super. Das ist auch Geld. Ganz oben. Wir müssen nach Nordwesten, genau. Enten. Wir sind ausgeraubt hier. Von hinten. Welche? Meine, ich hätte was gehört. Weißer ist dieser Aschenregen, ne, der Geräusche macht. Schritte. Mhm, auch. Er macht alle möglichen Geräusche. Das war vom Süden, die Raben, ja. Die haben einen direkten Ausgang. Sind am Fighten. Da oben drin. Der ist links erschossen worden. Ja, Bounty ist links.
Wo uns einer Treppleiter runter. Wollte gerade abdrücken, ey, verdammt. Von mir, von meiner Seite. Schon wieder. Also auch hinter uns ist einer, ne? Hab ich gehört. Bei mir. Kommt jetzt von der rechten Seite. Hörst du? Keine Ahnung, wie die mich gekillt haben. Keine Ahnung. Zwei Mann. Rechts, links, 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 seht ihr? Rechts? Dahinter, ja. Der geht sein Pachler aufheben. Jetzt ist er gut. Leer. Wechseln! Niemand anders hat den erschossen. Heile. Glück gehabt. Heil dich. Ja, achso, du hast noch. Heilung. Okay. Ja, hab ich dich gesehen, sorry. Das war das Bounty. Ja, war das Bounty. Aber ich lieg im Busch. Also du kannst mich heben. So ein Solospieler, das hat nur einer aufgehoben. Er ist doch da. Ja, immer noch. Ja, der bleibt auch da. Der ist auf dem Kampf aus. Von wo der geschossen hat. Nee, er ist doch immer da. Sehen wir uns zurück, oder? Nee. Nee, ich meine, wir sind so weit zurück, dass er uns nicht mehr sehen kann. Wenn er noch da drin ist. Nee, warum? Warum geht er nicht einfach? Weil er auch Kills aus ist.
Jetzt kommen wir gleich wieder raus. Doch direkt den Ausgang, der braucht nur gehen. Er will aber nicht. Wir wollen auch vor uns. Was hast du für Waffen? Ich habe nur eine Pistole und die Vitali. Okay. Nichts für einen Angriff. Er hat seine Position verändert. Er ist jetzt im Westen von uns. Ja, er versucht uns zum Laufen. Geh einmal rüber. Also auf 300 Grad ist er. Bist du im Wasser angehen? Nee, ne? Nein, nicht mehr. Okay, der ist irgendwo im Westen von mir. Geht einzelne kleine Schritte. Ja, das bist du. Das bin ich gerade, ja. Aber im Schlamm, ne? Naja. Er auch. Er hat sich wieder zurückgezogen. Ist wieder im Haus. Also ein Zombie. Das aussitzen. Anscheinend kommt ja sonst keiner mehr. Das mich wundert. Wer bleibt da sitzen? Ich bin's, ne? Ich seh's.
Jetzt habe ich nur auf Holz gehen hören. Geht auf Holz. Dann sagt er, dass er vielleicht in der Hütte hier direkt neben mir ist. Kannst du oben die Fenster sehen, die offen steht, wo er eben schon ein paar Mal rausgeschossen hat? Wo ist die denn? Da oder was? Ja, genau. Oder höher? Ne, die da oben meine ich, ja. Der kann doch nicht tot sein. Das ist doch ein ungewöhnliches Verhalten. Der kann doch einfach rausrennen. Er bewegt sich aber, die sind wieder übereinander, ne? Jetzt kommt er, geht's wieder raus. In unsere Richtung. Jetzt wieder zurück. Tja, ich meine, ich habe auch hier die Schnellschusspistole bei, ne? Ja. Aber was hast du? Hast du auch eine normale Pistole oder Schnellschusspistole? Ich habe die 5 Schuss mit Magazin. Mit Schalldämpfer. Also die Schnellschusspistole. Ja. Weil wir haben noch Zeit, aber sonst müssen wir halt wirklich überlegen, ob wir reingehen. Naja, er ist zumindest nicht tot. Bewegt sich wieder in eine Richtung. Wenn sich wieder bewegen. Vor uns, ne? Auf Holz. Ja. Das heißt, er ist immer noch in dem Haus drin. Ah, Position ist auch unverändert. Ich höre ihn schleichen. Bewegt sich nur hin und her.
wir haben noch Zeit. Also was wir machen könnten, ist halt unter diesen, sag schon, Holzsteg näher ranschleichen. Und dann halt über eine Leiter nach oben gehen. Das wird er natürlich hören. Aber wir müssen es halt gegenseitig decken, sodass wir dann die Leiter hochkommen. Ja, und dann halt am besten von zwei Seiten packen. Einer von uns beiden kriegt ihn schon. Hat er gerade geschossen? Ja, ich glaube... Oh, da ist noch einer. Hast du gehört? Von rechts. Von rechts, ja. Deswegen ist er noch nicht rausgelaufen. Das erklärt es, ja. Das heißt, wir können theoretisch einmal drehen. Ja, wir könnten nach links drehen und näher rangehen. Nach links. Ja, oder willst du den rechten dir holen? Dann können wir auch, dann machen wir ihm die Tür auf und dann soll er gehen. Hast du denn irgendwo was gesehen, oder? Ich höre eine Drohne. Gesehen habe ich nichts. Jetzt könnten wir theoretisch näher ran. Achtet ja momentan nicht auf uns. Oder er schießt einfach nur so. Nee, glaube ich nicht. Schon so wie du sagst, vielleicht ist das der Grund, warum er noch nicht raus ist. Schon hochgehen? Ich denke, das geht nicht mehr lang hier, dieser Ascheregen. Pass auf, dass er dich da vorne aus der Fenster nicht sieht, ne? Dürfte eigentlich nicht.
Bewegt sich. Vom Westen. Ich hoffe, da kommt einer durchs Wasser. Aus örtlicher Richtung. Aha, da vorne ist der andere Gegner. Er ist da an der Tür. Ich habe einen Schatten zwischen den Holzritzen gesehen. Jetzt wieder runter, glaube ich. Das hat er Geguckt. geguckt. Na gut, er sieht uns beiden jetzt nur als einen, weil wir fast direkt nebeneinander stehen. Geht auf. Nee, nicht Linse, nicht Linse, da wartet er nur drauf. Tot. Ja, da unten ist einer. Was für ein Fenster auf. So, neue Falle gesetzt. Auf der Strecke gesetzt. Mal gucken, wo ich noch Fallen setzen kann. Die ist geschlossen. Treppe. Gelootet. Hier liegt noch einer. Bei mir irgendwo. Das sind Einzelspieler, ne? Ja, musst ja. Du Falle draufsetzen? Ja, wenn du nur eine hast, klar. Ja. Wo war der zweite, wo die zweite Leiche? In der Treppe, aber pass auf der Treppe liegt eine Falle. Ah ja, ich sehe es, danke. Oh, ich bin voll, ich darf den nicht mehr looten. Noch. Wie viel? 10. Hm.
jetzt im Nordwesten. Ja, Ausgang. Oh, der hatte eine Vitali. Da wechsle ich doch sehr gerne. Ist jetzt wieder auf Holz. Okay, noch ein Team. Da auf dem liegt der Falle, ne? Ja, ich sehe es. Gehen wir raus, oder? War jetzt so ein kurzer Schusswechsel. Oh, sollen wir nach oben gehen und mal gucken, ob wir von oben was runter sehen können? Ne, 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 ne. Da warten die ja nur drauf. Also wir könnten theoretisch auch nach Süden laufen, ne? Wenn die jetzt wirklich im Schusswechsel werden, ne? Ich kann noch mal gucken. Da ist einer gestorben. Wir sollen mal gucken. Ja, ich sehe immer noch einen Gegner. Und wo? Im Norden. Ja, wir schaffen es aber auch nicht mehr bis unten, wenn wir jetzt laufen würden. Wir haben nur noch 7 Minuten. Ja, wir gehen mal nach oben, gucken wir mal von oben was sehen. Sitzt da vorne im Gebüsch. Kann es aber nicht sehen vom Fenster aus. Nein, er sitzt halt im Gebüsch. Oh, hier liegt noch eine Leiche. Die einzigste Idee, die ich hätte. Wir laufen los, müssen wir jetzt sehr langsam. Mhm. Gehen hier aus dem Ausgang und sprinten einfach, was das Zeug hält und versuchen nochmal an ihm vorbeikommen. Pass auf, Falle. Falle! Wieder zumachen? Nee, let's go. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen jetzt. Zwei Mann sind es. Der ist gesperrt, der Ausgang. Von wo? Hast du gesehen? Nee, ich mach nur den Weg frei. Hat mich. Hat mich. Hab nicht gesehen, nein. Eine Bettier hat er. Die ist nicht super genau, aber die ist nicht One-Shot. Normalerweise. Rechts von dir ist er. Ja, keine Chance mehr. So? Entweder sterben wir beide, oder?
4 Minuten hast du noch. Lass dir Zeit. 2 Mann da. Wenn es jetzt noch blökt, da sind die zwei Gegner. Das sind keine Partner. Weil du bist nämlich viel zu weit weg, dass er wegen dir blökt. Ich glaube, du holst gerade zu weit aus. So viel Zeit hast du gar nicht mehr. Super. Benutze dich, damit sie in etwa weiß, wo sie sind. Da, ja. Direkt vor dir. Kannst dich noch weiter, du hast nur noch 3. Ja, so, da sind Raben. Ja, ich weiß, geh dir zum Haus und geh dann links am Haus. Kann ich da drunter? Nee, ne? Nee, ist zu knapp. Das wird nicht gehen. Dann kommst du nicht durch. Fuck, ey. Da kommst du durch. Wie viele Sekunden hast du noch? 3. Okay. Wollen wir nochmal gucken? Da ist er. Nee, nee, da ist er nicht. Da ist er. Da. Nee, weiter links. Da. Da ist er. In dem Gebüsch. Habe ich einen Schritt gehört? Genau aus der Richtung. Rechts neben dir. Nicht weglaufen. Da, vor dir ist er. Rechts, rechts ist er rechts gelaufen. Da. Irgendwo da ist er. Mach was. Du hast keine Zeit. Ah, der hat den anderen gekillt. Die schleichen laufen. Ja, das zählt. Das zählt. Ja, ja, das zählt. Das zählt. Der hat seinen Hunter verloren, ich auch, aber... du bist raus mit Bounty. Echt? Geht das so schnell? Naja, also sobald der Hund anfängt runterzuzählen, zählt das als raus. Ah, okay. Bitte? Okay. Jetzt ist die letzte Runde. Hab ich doch gesagt. Ja, das weiß ich doch nie, wie lange eine Runde geht an mir. Jetzt ist es zu Ende. Ist deine Koffer gepackt?
Ja, zwei Leute getötet. Siehst du, Zeitbonus für Trophäen-Extraktion. Das heißt, das hat, du zählst jetzt, dass du rausgegangen bist. Ich krieg zwar trotzdem nur die 150, weil für mich gilt nur der Kill. Ah, das war doch ein Duo hier. Ich hatte ja zwei Stück gesehen. Das waren alles Duos. Okay, wo war denn der zweite Mann von denen? Ach so, ja, da lagen ja noch Leichen. Er war wahrscheinlich schon tot. Aber warum hat er dann seinen Mate nicht aufgehoben? Vielleicht wusste er nicht, dass er das mit dem Bounty kann. Vielleicht war der schon auf Null und er wusste nicht, dass er den wieder surviven kann, also wieder reviven kann mit Bounty. Kann sein. Ganz komisch. War eine komische Runde, muss man ganz klar sagen. Gut, jetzt wissen wir, warum er nicht rausgegangen ist, weil da noch zwei waren. Gut, die haben jetzt auch die Zeit runterlaufen sehen, haben gesehen, so, sie müssen jetzt was machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das, aber das hatten wir ja schon mal so eine Runde, ehe man dann die ganze Zeit den Gegner behagt, nur man unbedingt den Kill haben will, ja, da lässt man den doch gehen, damit man zumindest seinen Hunter rettet. Ich wollte dich retten. Ja, nee, da war die keine Zeit nicht mehr für da. Hauptsache, du bist raus. Du bist raus, Genau. Gut, dann danke ich euch allen da draußen fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.